Zug. Warten einige Sekunden ab. Fünf, vier, drei, zwei, eins. 20 Sekunden ohne Lag. Wir gehen all in. So. Wenn ihr gewundert, von was ich quatsche. Ich war gerade schon live, aber es hat übelst geleckt. Dann ruht er aus, ruht er an. Schon läuft der Laden. Und damit nach 24-minütiger Verspätung. Okay, eigentlich 4-minütiger Verspätung. Ich habe gesagt, dass ich entweder Viertel oder 20 Minuten nach und komme. Jetzt haben wir 24 und gehen all in. So, am Dorf des Seefolks sind wir und es leckt. Und es geht wieder. Das ist wieder sehr wild. So. Hi. Ich denke, es wird heute wieder ein sehr leckendes Spieleerlebnis. Bezüglich meiner Interwebsleitung. So, der heutige Stream heißt, ich habe nochmal nachgeguckt, Abrichtung Kampfbaum. Da werden wir auch hingehen, denn das letzte UB, Bot ist da, hi. Das letzte UB, die letzte Ultrabestie, kriegen wir in der Finalhöhle und da waren wir noch gar nicht. Das heißt, müssten wir mehr oder weniger erstmal freischalten und erstmal frei bekommen. Wie man dazu auch sagen kann, so für die nächsten Kämpfe bräuchte ich eigentlich ein paar mehr. Es leckt wieder so unschön. Verkaufen. Ich hoffe, es legt sich nach und nach. Das kann man ja gut verkaufen. Ich habe auch zwei Beleber. Top Elixir Sonderbonbon. Eigentlich kann ich alle verkaufen, denn die brauche ich, die nehme ich eh nicht, ja. Ich nehme nie Sonderbonbons, das ist mir einfach zu lasch. Ich weiß nicht. Kaufen. So, Top Trank. Nehmen wir 12 Top-Tränke. Den Rest geben wir für Beliefers aus, nämlich mal ein Stück. Dort haben wir 11 Belieber. Für den Kampf gegen Dex.io. Denn ich war da ein bisschen überrascht, dass wir gegen Dex.io kämpfen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und erst wenn er besiegt ist, erst dann kommen wir zu den weiteren Ebenen. Ah. Ich sehe gerade 24,1%. Ah, ich denke, das wird im Nachhinein nicht schön zum Anschauen sein. Aber seien wir ehrlich, die wenigsten gucken sich das an. Es doch macht absolute Ehrenmänner. Gucken sich, sogar das leckendste Teil Scheiße an, was es gibt. So, dele. Mal ganz kurz gucken. Wir fliegen mal zum letzten Zipfel hin, den wir erreichen können. Am alten Pfad von Pony. Hört ihr mich? Hi. Hallo. Hellas zusammen. Kurz ein bisschen Schokolade essen. Oder nee. Später Schokolade essen. So. Bin ich da richtig? Ah, Karte, sei doch mal eine Karte. Jetzt. Please be a card once in your life. Einmal, da müssen wir lang. Da ist ein Langklang und dann. Da waren wir noch nie. Mehr oder weniger heutiges Live-Goal. Wir gehen da rein. Sprich da nicht. Sondern da. Da ist auf einmal Dexe. Hey, lang nicht mehr gesehen. Hi. Alles klar mit dir? Bist du beim Sammeln der Kerne und Zwerge von Zigarre vorangekommen? By the way, Zigarre werden wahrscheinlich auch komplettieren. Das heißt,
alle Zellen und alle Teile sammeln. Wird ein bisschen nervig werden, aber ich will zumindest alle Zikade-Versionen mindestens einmal haben. Also ich weiß, man kann nur im Kampf das Zikade 100 haben, dieses Mega-Zikade-Ding. Das kann man nur im Kampf sich irgendwie aktivieren. Und außerhalb vom Kampf ist es nur ein 50% Zikade. Irgendwie so ist das ganz seltsam. Aber naja. So, vergessen vorzulesen, aber Dex will bekämpfen. Hatten wir schon letzten Donnerstag das Problem. Boah, sieht so cool aus. Dexy fordert dich heraus. Ein Pokémon-Trainer. Ganz wild. Cyana. Come on, Waschmaschine. Ich denke mal, es könnte daran liegen. Dass ich währenddessen noch ein Video uploade. Es dauert ja 15 Minuten. Denn ich habe nebenbei noch einen Browser offen. Geilerweise den Google Chrome Browser, der gar keine Arbeitsspeicher frisst. In 15 Minuten, wenn der Upload fertig ist, mache ich den Browser aus. Vielleicht dürfte es ein bisschen besser. Weil es 300 IQ nebenbei einen Browser aufzumachen. Und tot. Es geht wieder so geil los. Unfassbar. Gucken wir mal, ob es sehr effektiv ist. Da ist es effektiv. Es geht los, Shadow. Spuckball. Mal gucken. Psychokinesis tut leider ein bisschen weh dabei. Ah, komm. Powerbank. Boah, es geht wieder so kacke los. So unfassbar. Kraftausschau ist okay. Kleiner Wechsel. Hau rein! Boom! Weggehauen. Hätte ich ihn ersetzen sollen. Lashoking. Also der mit der Krone. Mit der komischen Steinkrone. Auch sehr effektiv. Mal gucken. Hau drauf. Oh ja. Aber er hat's überlebt. Er hat über Lift. Jetzt kommt der geile Kreislauf, genau. Schaden nehmen, heilen. Schaden nehmen, heilen. Bis ich mich einmal traue, um anzugreifen. Yes, und es klappt. Man muss nur mal diesen Kreislauf durchbrechen, dann passt alles. Yeah, 58. Metagross. Wie ich immer weiterkämpfe. Das ist nicht so intelligent. Wobei, man weiß es nicht. Halte ich mal auf. Durchbruch. Ganz wild. Z-Kraft. Dynamische Maxi-Flamme. Wenn ich als erster dran bin. Nein, natürlich nicht. Ehre. Ja. Das ist ein absoluter Ehremann. Dann dauert es noch 11 Minuten. Weggerissen, ja. Einfach drei weggerissen.
Reitschuhe wechseln. Warum ist Power Waschmaschine kaputt? Ich weiß es nicht. Es kommt ein cooles Pokémon. Raichu. Mega geil. Kurz gucken, bevor ich mich wieder komplett verwechsel. Spukball ist effektiv, okay. Dann beleben wir dich mal wieder. Belebet. Es läuft gerade relativ gut. Ne, es leckt wieder. Spiegelkraft. Ah, Reflektor. Noch wilder. Das ist nicht sehr effektiv, aber trotzdem hauen wir rein. Psychokinese. Ehrenlos. Nee, es geht. Ich weiß, nicht sehr effektiv, aber macht trotzdem ein bisschen Damage. Ein bisschen Damage muss man dealen. Ich denke mal, er müsste mit Boden relativ safe sein. Ich kann mir ganz kurz Shadow nochmal auf. Ah, Psychokinese immer. Oh, er hat einiges aus. Die Verteidigung streckt. Erdbeben. Mal gucken, vielleicht überlebt das. Ja! Mehr Glück als Verstand. Ein HP. Er schwebt zwar, aber trotzdem. Weg mit dir. Oh, Ehre. Diese eine HP, die gewinnen. Oh, die Werte geil. Als Ende, am Ende Simsala. Jetzt wird's ehrenlos. Der Kampf der Giganten. Gengar versus Simsala. Oh. Okay, Simsala nicht. Wird er zu Mega Simsala. Der so dumm aussieht. Ich mag den nicht. Er ist echt ein Glücksen, wenn ich ihn einsetze. Ich weiß nicht warum. Vielleicht haben wir noch mehr Glück. Man weiß es nicht. Spukball, mal gucken. Damage hoch 100. Vielleicht wird er nochmal ab, man weiß es ja nicht. Die Abwehrrate ist doch relativ hoch. Boah, jetzt ist es langsam unlustig.
Ah, komm, YOLO. Überlebt. Aber als ob Dexel da nichts einsetzt. Dazu noch Tastflug. Energieball. Ha, lol. Als ob Flying Reaper einfach ein Simsala besiegt. Ich sag's ja. Gefällt es? Slate einfach. Ah ja, kein Simsala, ein Mega Simsala. Der wird so durchgepudert jetzt. Meine Pokémon haben mir Bestes gegeben. 8540. Wahnsinn. Eieiei. Nee, du wirst gekämpft. Einmal hier. Ja, am Köpfchen. Und da unten noch. Ehre. Sehr schön. Ja. Yeah. Ist ja gut jetzt. Starke Sache. Dexio ist defeated. Der Trainer hält einen Schlüsselstein und dem Pokémon gibt man den Megastein zum Tragen. So kann man sein Pokémon während eines Kampfes eine Mega-Entwicklung durchführen lassen. Da du dich mit dem Setting auskennst, bin ich mir sicher, dass du auch einen Schlüsselstein einsetzen und damit den Megastein die entsprechende Reaktion entlocken kannst. Wenn du also einen Schlüsselstein hast, kannst du ein Pokémon mit Megastein eine Mega-Entwicklung durchführen lassen. Als kleines Geschenk bekommst du von mir den Megastein Simsala Nitz, mit dem du bei Simsala die Mega-Entwicklung auslösen kannst. Schlüssel. Hey, konnte ich vorher noch keine Mega-Entwicklung machen? Maschallah. Damit haben wir 24 und 48. So, jetzt. Alles bearbeitet noch. So, Simsala Nitz ist da. Wenn man so darüber nachdenkt, mit Hilfe des Z-Rings kann ein Trainer dem Pokémon seine Gefühle vermitteln und ermöglicht es ihnen, ihre Z-Kraft einzusetzen. Man sollte meinen, dass man damit auch, also auch eine Mega-Entwicklung in Gang setzen könnte. Also dann, jetzt heißt es Abschied nehmen. Bon Voyage! Und tschüss. Da landet irgendwo ein Pokémon Center. Ich muss mich kurz aufheilen. Da. So, Fall zum Laufen einfach. Ich muss kurz trinken.
der Kamm ist, der Kamm vorbei, leckt es nicht mehr. Beziehungsweise ist der Upload gerade fertig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich währenddessen einen Chrome-Tab auf hatte und ein Video hochgeladen habe. Es verarbeitet gerade noch, ist gerade noch ein SD. Ich weiß nicht, was daran liegt. Ich habe schon ewig lang während irgendeines Streams kein Video mehr hochgeladen. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. So. Wir machen den Weg frei. Das heißt, wir racen jetzt Richtung Finalhöhle, dass sich irgendwo auf dem letzten Weg befindet, auf der letzten Route da. Schalten damit quasi auch den Weg zum Kampfbaum frei. Und ja, treffen dann in der Finalhöhle Schlinking, die letzte Ultra-Bestie. Dann haben wir den auch. Dann haben wir alle UBs. Danach will ich mich fast schon Richtung Kapus machen. Oder Richtung letzter. Ganz wild. Richtung letzter Z-Kristall. Sprich, wir gucken, dass wir einen Raichu bekommen. Dazu gucken wir erstmal, dass wir einen Pikachu bekommen. Bin ich richtig? Ich glaube schon. Wald vom Pony. Warum gibt es kein Z-Kristall für mich? Weil du einfach lost bist. Bin ich richtig? Genau. Jetzt geht's da weiter. Beschwerlicher Pfad, der zum Kampfbaum führt. Da ist die Küste und da die Ebene von Bony. Ja, da rennen wir so ein bisschen hin und her. Neuer Trainer. Meine Pokémon kann es kaum noch erwarten. Boah, übelst lang keinen normalen Trainer mehr gesehen. Ob ich das noch kann? Ein Pokémon, das kriegen wir hin. Gaku. Level 1000. Gravel. Ach, der Bastard. Der mutterlose. Der Sohn einer. Mir fällt es Besseres ein. Wow, übertreiben. Fly me to the moon and get a level up. Da sind wir noch 55. Die anderen teilweise schon 58. Jetzt heißt es, sich das ändert. So. Bam, 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 bam. Yes, 56 für den Boy. Den Ball mit den schlechten Werten. Aber langsam kommen wir schon Richtung 100 per Angriff. Das ist gut. Mein Herz ist gebrochen. Gomena sei. Das sieht doch aus wie ein gebrochenes Herz. Jetzt absteigen. Wir forschen es mal Old School. Was haben wir hier? Ein Trumpack. Diesen Flattermann haben wir schon. 52, krass. Brauchen wir also nicht zum Trainieren. Krass, wie viele Pokémon hier schon Level 50 rum sind. Top Tank. Super. Ich denke mal, es wird eine ganz wilde Tour. Eine ganz wilde Route. Ah, der. Wer braucht den? Ich weiß es nicht. Ich mag den nicht.
Weg hier. Jetzt ist irgendwas Cooles wäre. X Special. Gut, Zigarre-Teil. Top, Ether. Einfach so gefunden. Leckt es gerade ein bisschen? Huch, ein Trainer. Ein Ass-Trainer. I got you, bro. Ready, set, go. Sven. Sven, zeig mal her, ein Knirrfisch. Oh. Straight out of dem Kunstunterricht, der sieht ganz komisch aus. Spuckball. Ich spuck dich an. Aber wenigstens einigermaßen normale Level. Nichts über 60. Das ist schon ein bisschen wild. Jetzt hatten wir schon einige Male. Konoga. Wir bleiben all in. Oh. Das Alola-Knogga, ganz wild. Ich glaube irgendwie, dass Shadow ja ganz praktisch ist. Irgendwie reißt er gerade ganz schön. Wo er schon auf 58 ist. Bald. Wasserquill. War das ein Vogel? Das war der Vogel. Ah, wirkungslos. Na, Matschbombe. Matschbombe. Mhm. Er hält Rückenwind. Verstehe ich auch nicht ganz. Freier Fall, hä? Huh, was los? Wo bist du? Also als Fliegen. Sieht das dumm aus. Boom. Ich habe es angespuckt hier. Noch nie gesehen der Attacke. Ganz wild. Game over. Ist ein Amerikaner. Kannst du nur Englisch quatschen? Congratulations! Anscheinend schon. Ganz wilde internationale. Zigarre-Teil. Ein paar Teile kann man gar nicht übersehen. Oh, es leckt wieder. Eine Sekunde. Dann close ich den Browser. Ebene von Bonnie. Und da glitzert was. Zigarre-Teil. Bist du ein Trainer? Was? Du möchtest ein VIP-Ticket für mein Z-Ring-Konzert? Da musst du erst zum zweitbesten Trainer auf der Ebene von Pony werden. Yeah. Ich muss alle hier besiegen und dann ist er dran. Easy, bro. Erstmal, das hier ist verdächtig. Hä, sieht er mich nicht, hä? Bist du blind oder was? Ich werde alle Prüfungen abschließen, auch die großen. Ich will schließlich hoch hinaus. Ja, aber da ganz oben siehst du mich unten nicht. Girl. Kirsten. Ganz wilder Name. Austos, oh. Das leicht nach einem Geschlechtsteil aussieht. Darauf gehen wir mal nicht weiter drauf ein. Alles effektiv, alles gut. Anspucken. Er reißt einfach alles weg. Er eskaliert komplett. Manzidia. Den kenne ich nicht mal. Zeig mal her.
Wer ist er? Es, sie? Egal. Matcha-Bombe. Wahrscheinlich irgendein Käfer oder so. Hoch, hat geleckt, aber alles gut. Besiegt. Deine Prüfungen haben dich offenbar besser auf den Ernst des Lebens vorbereitet als meine Prüfung an mich. Anscheinend. Was aber denn da schön ist, da muss doch irgendwas sein. Carbon. Ist er nicht noch mehr? Nee, mehr ist er nicht. Ich bin erstaunt. Ich bin wirklich erstaunt. Oh, Bilippa. Haben wir auch schon. Ich weiß ja nicht mehr, wie wir den genannt haben. Liesel. Ekliges Wetter. Verarbeitung abgeschlossen. Sehr gut, wir können das schließen. Kurzer Check. Das Video ist online und Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung. Sehr gut. Habe ich mittlerweile auf alle Videos gefühlt. Das ist geil. Kurz gucken wegen den Details. Aha. Ach, wegen meinem Intro-Song. Interessant. Muss ich auch gar nicht. Okay. Machen wir das zu. Vielleicht dürfte es jetzt ein bisschen flüssiger besser. I don't know. So. Kampf. Ah, die ist ja wild. Brauchen wir nicht. Müssen wir nicht kämpfen. Muss nicht sein. Huch. Was ist da los? Wer war das? Ein Lil Pimp. Irgendwie sowas. Zerstören. Ach, wahrscheinlich Pflanze. Weil Pflanze gegen Gift sehr effektiv ist. Oder sehr schwach ist. Aha. Was ist da los? Was war das? Oh, ein Ibitak. Oh, das ist cool. Ibitak ist mega cool. Habe ich nicht mal. Guck, mal gucken, ob ich es fangen kann. Matcha-Bombe. Nee. Ich bin einfach zu stark. Krass, einfach Ibitak. Huch. Halt wieder. Interessant. Was haben wir hier stehen? Tipps für Trainer. Beim Fangen eines Pokémon kann es vorkommen, dass der Pokéball nur ein einziges Mal wackelt. Dieses Phänomen trifft umso häufiger auf, je mehr Pokémon gefangen werden. Man nennt dies einen Schnäppchenfang, da das Pokémon dadurch leichter gefangen werden kann. Hier muss ich jetzt auch gar nicht. Gucken wir erstmal hier unten noch ein bisschen um. Ganz viel Bieren. Habe jetzt mein Pokémon. Boah, ist echt ein großes Areal hier. Oh, ein Krabbox. Ich glaube, das war die Vorentwicklung von der anderen Eiskrabbe da. Bin mir ziemlich sicher. Oh, Psychokinese ist sehr effektiv. Weggerissen. Blub, blub. Ja, damit. Quarkobeere. Kiroya-Beere. Fruipass-Beere.
Okay, da komme ich jetzt her. Ich war jetzt da rechts. Geht da nicht irgendwas rum? Das gucken wir uns noch an. Ich denke mal, sonst gibt es ja nichts Krasses im... Ah, ja. Was habe ich erwartet? Was habe ich erwartet? Also krass, Level 57, aber wer braucht schon Mango Spector? Niemand. Nobody. Hier gibt es auch so einen komischen Weg. Ein Taurus. Oh, richtige Safari-Zone-Vibes. Taurus habe ich nicht, genau. Taurus ist mega cool. Also ich weiß nicht, ich fand Taurus früher so mega cool. Tada! Ah, mal gucken, ob es schon reicht. Hyperbälle. Ein Taurus wäre mega cool. Ah. Einfach mega stark. Nochmal. Hyperball. Ja. Taurus wurde gefangen. Ah, super. Seit wann kann sich Taurus zum Milzack weiterentwickeln? Das ist jetzt neu. Also ich kann verstehen, wenn die beiden sich paaren. Das eine ist ein Bull, das andere ist eine Kuh, aber trotzdem. Obwohl es sonst für seine ungestüme Art bekannt ist, gelten Exemplare aus Alola als vergleichsweise gelassen. Nö. In die Dropbox. Ganz wild. Zum Pony Blumenmeer. Ah, geht's auch rein, anscheinend okay. Und hier hin. Noch ein Trainer. Okay. Ah, hier unten war ich schon mal, genau. Oder geht's zum X-Abwehr? Was ist noch drin? Einfach ein Müllzahn. Ich glaube, ich habe gar keins. Oh, Ehre. Donnerblitz, aber nicht zu krass. Nochmal. Perfekt. Hyperball. Ja, damit. Damit der Stier was Passendes zum Paaren hat. Sehr schön. Boah. 2 von 3. Zwei Fänge heute schon. Sehr stark. Die Family is complete. Warum auch immer die beiden eine Seite teilen. Ich verstehe die Seite nicht. 26%.
Die meisten Menschen dienen Müllzang in erster Linie als Milchlieferant, doch ist er stark genug, um auch im Kampf eine gute Figur abzugeben. Naja. In die Dropbox. Kubo-Milch. Gar nicht mitbekommen. Ach, sind das ein Heil-Item? Halt 100 KP einfach auf. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Trainer hier. Als Trainer Hoffnung habe ich eins begonnen, doch jetzt bin ich ein waschechter Veteran. Mal gucken, ob wir heute das Blumenmeer durchkreuzen, dann später noch zur Finalhöhle. Leon der Veteran. Dann spielen wir auf Leon der Profi. Panzer Eron. Ehre. Einmal der Elektro. Das sieht doch gut aus. Donner. Komplett eliminiert. Oh, 173 Angriff. Donarion. Entweder ein Käfer oder auch sowas. Es ist ein Käfer und auch sowas. Ne. Nichts aus Metall. Da müssen wir switchen. Dann ist es nur ein Käfer, wenn es gut brennt. Wenn es brennt, ist es ein Käfer. Alte Bauernriegel. Käfergebrumm. Kann sowas so stark sein? Ich verstehe es nicht. Flammenblitz. Weggerissen. Das ist zu stark. Garados. Denkt man, da ist er besser dran. Richtigen Donner drauf und gut ist. Ah, so schön. Petrua wirkt. Petrua juckt mich nicht. Ah, super. Super aufgeräumt. Ich mache mir keine Illusionen. Der Weg der Pokémon ist auch für einen Veteran manchmal ganz schön steinig. Oh ja. Wo geht's hier lang? Küste vom Pony, okay. Ist das ein eigenes Areal? Ich weiß nicht. Ah, fast erwischt. Gerade da links war noch ein Trainer irgendwo versteckt. Wildes Taurus, ganz wild. Ich denke, dann habe ich alle Trainer hier durch. Ah, Flucht gescheitert, komm. Raus, 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 raus. Geschafft. Wo geht's denn hier hin? Mashallah. Den haben wir noch nicht besiegt. Jetzt mal ein bisschen wiederbeleben. Ein paar habe ich ja noch.
ganz billig. Man weiß ja nie, was kommt. So, aufgehellt alle. Mein Team ist startbereit. Es besteht aus Pokémon, die in den Bergen zur Welt kommen. Okay. Mein Arm tut mir ein bisschen. Hi. Einfach ich. Wandere Wolfgang fordert dich heraus. Ganz wild. Ich check den Witz. Wolfgang setzt einen Wolf ein. Ganz wild, aber ich bin vorbereitet. Mit allem, was geht. Naja, knirscht ein bisschen. Rock and roll! Sieht ihr Wasser? Weg ist er. Brokkolos. Hört sich ganz komisch an. Wer ist er? Wer ist er? Einmal durchwaschen. Er brennt. Nochmal. Und kaputt. Schreitet er eigentlich furchtbar unproduktiv, aber ein Kampf wird ja unsere erzeugt gegenseitigen Respekt. Ah ja. Zigarre-Teil da hinten. Das heißt, ich muss da hoch. Taurus, jo. Boom. Sternenstaub. Ah, ich renne voll rein. Bestimmt ein, ich weiß es nicht. Ibizak. Fliehen. Flucht gescheitert, sehr schön. So. Kein Bock auf den. Sternstab. Boom. Donnerblitz aus TM. Bin ich richtig, bin ich falsch? Ah, hier. Zigarre-Teil. Das ist auch noch was. Mann. Nochmal. Boah, das ist fast schon belastend. Trump. Weil wir kommen einigermaßen gut voran. Könnte schlimmer sein. Außerdem leckt es nicht mehr. Ist alles ganz gut. Ist also auf einem guten Weg der Besserung. Müssen jetzt in die Mitte. Ne, Mitte ist da. Hopp. Da ist es. Sternenstück. Ein Stück vom Sternenhimmel. Dann fliegen wir ganz kurz
da irgendwas Neues? Ja, zumindest ist die Karte schon mal aufgedeckt, das ist schon mal ganz gut. Hier ist der beschwerliche Pfad. Ja, dann quasi nur noch das hier. Da ist das Bäumchen. Gut, und hier. Wenn ich nur das hier noch. Ich denke, das wird nicht mehr so lange dauern. Glaube ich jetzt mal. Meinen jugendlichen Leichtsinn. Gerade ein bisschen Schokolade, hilft nichts. So. Da rüber fliegen. Nom nom nom. Ach, jetzt renne ich ihn da lang. Da gibt's Granbulls. Boah, ohne Witz, ich war ein früher Snubbull. So cool. Ah, ich hab schon eins, okay. Wusste ich nicht. Ich fand früher Snubbull so lustig. Ah, komm. Hab schon einen Pinsir. Ich wollte sagen, Pinsir brauche ich unbedingt. Pinsir ist so cool. Wow. Das ist krass. Okay, muss ich ganz kurz nochmal aufhellen. Der letzte Top-Trank. Das ist traurig. So, mal gucken, ob es jetzt klappt mit dir. Oh yeah, du hast auf der Karriereleiter der Ebene von Pony ganz nach oben geschafft. Zumindest fast. Als Nummer 2 darfst du jetzt gegen die Nummer 1 antreten. Mich. Bist du bereit für ein Duell? Wir lassen uns keine Zeit verplempern. Ich bin bereit. Deine Pokémon müssten mehr auf dem Kasten haben, als einfach nur cool zu sein. Ich werde dir zeigen, was die Nummer 1 alles auf dem Kasten hat. Oh yeah. Wie viel dir mal labern? Als Trainer Lucien fordert dich heraus. Sendlung. Sieht man auch selten. Gut, der ist auch selten schön, der Typ. 56.
Was soll's, Überroller und Gutes? Wie schnell der mal besiegt, das ist traurig. Komm. Double Kick. Boom. Boom. Kaputt. Fiskugon. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Okay. Der sieht auch so komisch aus. Ich denke mal auch Doppelkick. Lehmbrühe. Boom. Boom. Ganz wild. Wer reißt da was? Steht natürlich nicht da, sehr schön. Machen wir mal Donner. Donner ist nicht schlecht. Jetzt sind das nicht so schön. Ah! Z-Kraft. Drastisches. Ach, ein Drache ist das. Boah, das sieht cool aus. Das war stark. Was das Equa stark gegen Drache ist. Was weiß ich? Mach mal Spukball. I don't know. Das rechts voll. Luftschnitt. Auch nicht so. So, jetzt ganz wild. Schwarzes Loch des Grauens. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Hat doch gar keinen Plan. Sieht zumindest stark aus. Besiegt. Trotzdem sah stark aus. Jetzt ganz wild Psychokinese. Ach, Tastflug. Blockiert. Ja, besiegt. Aber er hat noch eins. Eins hat er noch. Das ist das Problem. Jetzt ein Dragoran. Oh, das wird's cool. Er ist besiegt. Lalala, lassen wir zusammen verschwinden. Oder warte. Lalala, lassen wir es lieber. Der war jetzt richtig stark. Wow, wer hätte gedacht, dass ein Star wie ich sein Zenit so schnell überschreitet? Du bist jetzt die neue Nummer Uno. Hey,
Das hast du dir als Sieger verdient. TM60 Verzögerung. Boah. Erstmal übergeben. Es gibt nicht viele Trainer, die das volle Potenzial des Z-Drinks ausschöpfen können. Vergiss nicht, dass ich auch noch zu diesem coolen Club dazugehöre. Ja, das ist sogar einer von denen, die man als Titelverteidigungskampf machen kann. Bin mir nicht so ganz sicher. Ah. Ich will mal ganz kurz da um die Ecke rein. Um zu gucken, ob man da bei der Küste noch irgendwas Cooles findet. Dann können wir die Küste auch noch machen. Danach wird echt nicht mehr so viel. gehabt. So, da. Was geht denn da ab? Da ist was. Das geile Teil. Hoch, wo bin ich jetzt? Oh, du bist doch dieser Junge, der mich zu einem Pilz inspiriert hat. Ich würde dich ja gern zeichnen, aber ich erhole mich noch von meinen letzten 100 Skizzen. Die anderen Trainer auf der Route habe ich auch bereits besiegt, aber keiner hat mich genügend gefordert. Jetzt ist mir langweilig. Dabei möchte ich doch nur gegen jemanden kämpfen, der sich richtig zusammennimmt. Wie wäre es mit dir? Wenn du alle Trainer in der Nähe besiegst, kämpfen wir beide gegeneinander. Mashallah. Das ist mein Angebot. Aber erstmal hier ein bisschen bremsen. Jetzt Trainer. Ich glaube, da bremse ich lieber alleine. Oder fliegt wieder zurück und dann wieder hier. Na. Aber jetzt habe ich alles freigeschaltet. Okay, das ist freigeschaltet. Ich bin jetzt da so entlang gekommen. Easy. Jetzt habe ich sogar mehrere Wege. Entweder bei der Küste, beim beschwerlichen Pfad oder im Blumenmeer. Oder in dieses Blumenoasen-Dings. Mal gucken. Mal gucken. Bock hätte ich gefühlt auf alles. Warum ist da nichts zum Landen? Warum? Ich weiß es nicht. Ich brauche Schokolade. Oh, super. Ich glaube, ich gehe erstmal da rein. Purpurner Nektar. Ahem.
Ne, der findet nix. Ist das nichts? Maho! Als ich mich verletzt hatte, trug Voluminas mich den ganzen Weg zurück in die Stadt. Woll! War das nicht Maho? Ich glaube, die hieß Maho. Und ich täusche mich einfach komplett. Beiß nix an. Ah! Pokémon fotografieren. Ah, sehr schön. Der Film ist ausgegangen. Das ist schön. Gott, dieses Pokémon Snapperfisch, ganz schlimm. Das Foto wurde geteilt. So süß kann man zu halten, die Blumen sind wunderschön. Welche Blumen? Das frühe Kuriol fängt das Raupi. Ist das Nebel? Ich möchte auch mal nach Alola. Eventuell habe ich das auch fotografiert. So. 50k. Bei 100 gibt es bis Pokémon Sucker auf Version 4. Also das Pokémon Sucher Ding, das hat mich irgendwie nie so gejuckt bisher. Gebe ich offen und ehrlich zu. Juckt mich einfach null. So, ich denke mal, dass das hier eher optional ist. Gibt es sogar Bundlebees? Hui. Habe ich eins oder habe ich keins? Ich habe eins. Dann besiege es mal. Da brauchst du noch ein paar Erfahrungspunkte. Boy. Wäre nicht schlecht. Aromakur. Okay. Besiegt, sehr schön. Ah, das gibt ein Level Up. 54. Ja, zu krasse Werte, aber trotzdem ist irgendwie so unterlevelt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Irgendwas sagt mir, dass ich alles falsch mache. Das sind keine Gegner, von denen ja auch keine Gefahr. Purpurner Nektar. Vorsichtig, vorsichtig. Honig. Kann man runterfallen? Natürlich nicht. Also warum sollte ich vorsichtig sein? Ach, da bin ich. Jetzt checke ich es erst. Das ist ja cool. Okay, da ist der Weg zurück. Als ob da nichts ist. Als ob da nichts ist. Hitzekoller. Ich habe echt der Bissbart-Detektor für überhaupt nichts. Da geht's noch. Ah, da geht's zurück. Ganz wild. Was gibt's da Wildes? Lalalalalalap. Haben wir schon, brauchen wir nicht. Ich
Bin noch einigermaßen richtig. Ah, da geht's da runter, genau, da war ich schon mal. Hier ist dann quasi nichts mehr. Da geht's halt den ganzen Weg wieder runter. Das heißt, da hinten geht's dann irgendwo raus. Da ist die Finalhöhle. Das heißt, wenn wir etwas Glück haben, da brauchen wir einen Bumperrossa. Diesmal haben wir kein Glück. Ein Golbert, ganz wild. Wenn wir Glück haben, finden wir einfach mal Schlinking. Aber auf ihre. Ist das die ganze Höhle? Elixier? Jetzt bin ich sehr verwirrt. Okay, eine Höhle ist kein Dungeon, aber trotzdem. Ich war schon in einigen Höhlen drin und die meisten waren ein bisschen größer. Ein kleines bisschen größer. Mal Trainer. Ich mag aussehen, wenn ihr Backpacker rühren, aber pass mal bitte hinter der Fassade. Ich weiß nicht. Zeig's mir. Trau dich. Yay! Emolga. Ah, so ein schönes Pokémon. Und die Waschmaschine. Ganz wild. Aber läuft. Zugabe? Mach ich gerne. Gerne nochmal. Seht ihr was da? Ja, er brennt. Ach, schade, nicht ganz. Nicht ganz, aber fast. Blubstrahl. Man kann an das Hacke einsetzen. Ach, wegen Zugabe. Ist auch wild. Kaputt. Backwerkerin besiegt. Er war zu stark. Das war für uns leider nichts zu holen. Sorry. Geht's denn überall hin? Aha. TM26 Erdbeben. Da komme ich nur zu Fuß rein. Wenn überhaupt. Aber normalerweise, ich bin ja bei der letzten Mission. Oder habe ich jetzt so riesiges Pech, dass ich jetzt nichts finde?
Das ist jetzt auch nicht gerade schlecht. Weil normalerweise müsste jetzt hier irgendwo Schlink hinkommen. Komme ich denn da raus? Feldbeschichtung, okay. Ganz komisch. Come on, Waschmaschine. Ja, da könnten wir vielleicht sogar ein bisschen Glück haben. Mit der letzten Ubi. Zumindest der letzten hier fangbaren Ubi. Na komm. Ach so, nervig. Habe ich da keinen Schutz oder sowas? Top-Schutz. Sogar 10 Stück und ich setze nicht ein. Weiß nicht warum. Wo geht's denn da rein? Hoppala. Erlaube mir, dir eine Frage zu stellen. Was verstehst du unter dem Wort Berg? Nimm Berg. I don't know, was du willst. Pablo? Victory. Let's go, Shadow. Du schaffst das. Na, logisch schafft er das. Er versucht es zumindest. Spuck die Ball. Na, läuft. Eisenschild. Ist das nicht Metall. Eisenattacke? Ne, Stahl. Stahl heißt das. Für mich ist alles dasselbe. Pampus. Mal gucken, Psychokinese. Rambus. Psycho-Schmetterschlag. Auch selten geguckt bisher. Sieht auch so geil aus. Und besiegt. Das sieht so cool aus. Pablo wurde besiegt. Genau. Wie stark du bist, genau wie ein Berg. Danke. Ein Berg ist ein Konzept, ein Gedankenkonstrukt. Etwas, das es zu bewinden, zu bezwingen gilt. Schön für dich. Bin ich da schon richtig? Und da war ich, da war ich. Ein starkes. Es hat den Top-Schutz überwunden. Ah, ein Golbert. C
Gardebüffel. Geht's jetzt hier raus? Wo bin ich denn jetzt? Da kommt Schlinking. Oh! Der hat einen eigenen Bereich in der Höhle. Der übertreibt ja komplett. Bei der Welle der 70. Ganz wild. Aber wir versuchen es. Psycho Schmetterschlag. Wir versuchen es mal. Da hinten ist der Gauner. Es hat keine Wirkung. Geht schon mal gut los. Bestienboost. Die Z-Attacke gilt nicht mehr, oder? Ne, geil. Donner. Na, Donner. Jetzt zumindest ein bisschen. Paralyzed. Fuchtler. Psych. Ich habe keinen Plan, was da wirken kann. Erdbeben. Ach, Fuchtler tötet ja alles. Es wird immer stärker und stärker. Das ist so geil. Ich versuch's mal. Ultraball. Wir haben noch 40 Stück übrig. Weiß ich, hätte ich das speichern sollen? Ich weiß nicht. Mal gucken. Ah, super! Die letzte Ultrabestie ist da. Und schon rüber kommt er auf 59. Nice. Für Schlinking ist der Name da. Vorher waren es drei Fragezeichen. Das sieht auch richtig komisch aus. Wie viele Grappler hat der? 1, 2, 3, 4. Zwei Köpfe. Das sieht ganz komisch aus. Ich weiß nicht. Oh, fett. Red Schüstert. Ein nicht identifiziertes Pokémon. Gaumenfolter. 888 Kilo. Das Ding ist ein bisschen schwer. Eine gefährliche Ultrabestie, die ununterbrochen mit Fressen beschäftigt zu sein scheint. Es wurde jedoch nie Exkremente gefunden. Ah, will ich lieber nicht wissen. Boah, das erinnert mich übel an die Story von Dekadenz. Ich weiß nicht, ob ihr den Anime Dekadenz auch guckt, aber da ist ein Teil der Story mit Exkrementen. Ja, dreht sich da um Exkremente, das ist ganz komisch. Aber irgendwie wieder ganz cool. So, eine Dropbox. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Und jetzt haben wir die letzte Ultrabestie. Super. Aber was ist da ganz vorne noch? Irgendwas Cooles? Sind noch so riesengroß. Nice, alle gefangen. Muss gerne updaten meine Liste. Super. Den habe ich das, haben wir das auch. Dann. Aber wieso scheitert er mit die Flucht?
Kam es gut jetzt. Ich hab doch eh noch Topschutz aktiviert. Also wenn da nichts ist. Na also. Riesennuggets. Ja, nochmal. Insektenspray. Okay, da ist nichts mehr. Mann! Wieder ein Dicktri. Golbert noch schlimmer. Auch ziemlich geil. Die letzte Höhle. Oder eine der letzten Höhlen. Und es gibt nur Golbert zum Trainieren. Ja, das ist so schlimm. Wie am Anfang, wo man nur Zubat zum Trainieren hat. Das ist ein ewiger Kreislauf. Sonst gibt es zwei Wege. Ich denke mal, der untere ist. Wo? Kugelblitz. Ist wieder Ende Gelände? Jo. Schnuppern. Da ist locker noch was. Ja. Golbert ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Also würde ich gerne mit mir spielen. Habe nicht ganz gelesen. Hier ist nichts. Wow. Dann hier oben noch und da gehen wir in die Mitte. Hoffe, dass ich irgendwie rauskommt, sonst benutze ich ein Fluchzeil. Ich hoffe, gerade ist dabei. I hope so. I hope so. Zitterwurm. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Da ist einfach nichts. Ich bin einfach so abergläubisch. Und ich glaube kein irgendwas. So, hier ist noch ein Zigarre-Teil. Was kommt jetzt? Mewtwo? Ein Golbert. Ein ehrenloses. Soweit ich sehe, ist da oben jetzt gar nichts mehr. Geil, das war's. Raus hier. Ich hoffe, ich habe ein Fluchtseil. Den Bums irgendwie sortieren. Ja! Ah! Oh. Puh! 3 Stunden Zeit gespart. Raus hier! So, das war das Pony Blumen, ja? Das heißt, dass. Ja, ist jetzt gut. Karte, sei mal eine Karte. Oh, ich krieg so die Mann. Jetzt. Okay, das hier drin haben wir. Es fehlt nur noch hier der linke Teil. Und hier.
das Ganze noch. Und jetzt müssten wir eigentlich zu Lebel gehen. Aber ich denke mir mal, wir machen was ganz anderes. Gehen wir ganz kurz dahin. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und das bedeutet, wir gehen erstmal Pokémon aufladen. Aufheilen. Aufladen, genau. Alle an die Hybrid-Steckdose. So, wir haben jetzt 5 von 7. Muss ich auch noch aktualisieren. Wo ist denn mein Bums hier? Da. So. Wird schon besser als 5 von 7. Kurz saven. Und jetzt gehen wir ganz kurz zum Plaza. Tauschen. GCS. Ich hoffe, diese existiert noch. Denkt mal schon. Aber jetzt so oder so gespeichert. Ich werde nicht gucken, ob man nach Ultra Bestie tauschen kann. Ich denke schon. Spielzeug ist fehlgeschlagen. Warum das? Okay, jetzt auf einmal geht's doch. Sehr seltsam. Gesucht. Okay, wie heißt denn nochmal? Mosquito heißt der eine von den beiden. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich guck nochmal. Nee. Kann ich eine Ultra Bestie ablegen? Wir haben zum Beispiel zweimal. Ganz kurz gucken, ich habe zwei von denen. Stahlflug. Mal kurz gucken. Schabelle. Also den hier. Kann ich gerne mal abgeben. Welchen schwächeren? Boomer Shadow. Ganz wild. Ablegen. Gegen, wie heißt eins der anderen? Katagami. Nee. Nee, ich glaube, wenn ich es nicht gesehen habe, kann ich es nicht tauschen. Ich glaube, dann geht es nicht. Ich meine 1000 Elekids. Ich weiß nicht, was ich da hatte. Ich weiß nicht. Ich dachte, das geht. Da machen wir was anderes. Wundertausch.
Ganz random. Kennen Sie meiner coolen Lunala erstmal wegtauschen? Ja. Ganz wild, Schieber. Was hatte ich denn da? Digga? Wir tauschen mal einen Abra weg. Tausch. Guck mal, was rauskommt. Vielleicht meldet sich einer, man weiß es nicht. Tauschpartner gefunden, okay. Mississippi. Was kriegen wir denn da, Wildes? Stay 591, okay. Ditto. Cool. Habe ich schon jetzt durch? Weiß nicht ganz genau. Einfach ein Daido. Ich muss echt mal gucken. Aber man kann sie zumindest anbieten. Das heißt, ich kann auch danach suchen. Vielleicht muss ich nur eins gesehen haben, oder ich weiß nicht ganz genau. Keine Ahnung. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz raus. Gehen aus dem Blaser raus. Save noch mal ganz kurz. So. Und dann würde ich mal sagen, das wäre Katakami und Maskito gewesen, jetzt seid ihr mir noch fehlen. Gibt es leider noch bei Sonne, aber vielleicht finde ich noch so jemanden, der mir mit mir tauschen will. Ganz klassisch vielleicht über Visa-Fans. Das wäre wild. Ja. Okay. Aber ich denke mal, die letzten zwei Ultra-Bestien, die kriegen wir auch noch locker. Und beim nächsten Mal, sprich beim nächsten Stream, werden wir höchstwahrscheinlich den Rest der Insel abklappern. Ist eigentlich nur noch diese Küste und dann noch dieser Weg bis zum Baum hin. Und dann, ja, gucken wir vielleicht schon mal morgen in den Kampfbaum rein. Ich denke mal, der Kampfbaum, der wird das krasseste jetzt am Ende. Denn, ja, recht viel mehr kommt nicht mehr. Wir hätten noch ein paar Titelverteidigungskämpfe, ein paar andere harte Kämpfe noch, aber ansonsten war es eigentlich. Gut, die ganzen Kapus kann man noch fangen. Die Ultra-Besten, wie gesagt. Zekristall muss ich noch wegen Raichu gucken. Und es noch billig hat. Mal gucken. Wird auf jeden Fall ganz wild. Also, da will man sagen, danke fürs Zugucken. Und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Stream. Bis dann.